Fangen wir an mit Simplicissimus, ja? Und zwar, warum niemand Netflix-Games spielt? Es gibt Netflix-Games? Neues Simplicissimus-Video rein. Netflix hat ein ziemlich hartes Jahr hinter sich. Der Service hat knapp 1,2 Millionen Abonnenten verloren, die Aktie ist zeitweise eingebrochen, die Kampfansage gegen Passwort-Sharing läuft eher mittelmäßig, parallel gibt es immer mehr Konkurrenz. Die Kampfansage gegen Passwort-Sharing läuft eher mittelmäßig, parallel gibt es immer mehr Konkurrenz. Hulu, Disney Plus, HBO Max und Amazon Prime Hulu? Beim Video wachsen. Und so auch der Druck auf Netflix. Oh ja. Wie kann sich der Streamingdienst weiter vergrößern? Die mögliche Antwort: Games. Netflix bietet seit einiger Zeit Videospiele an. Zum Beispiel mehrere Titel extra zu Stranger Things. Doch bisher scheint Netflix Games ziemlich kolossal zu floppen. Woran liegt das? Und was kann man da... Bruder, ich habe das einfach vorher noch nicht einmal gehört. ...raus über die Spieleindustrie lernen. Dieses Potenzial oder die Chance, die eigentlich... Also noch nicht mal, dass sich jemand darüber lustig gemacht hätte. ...da drin wäre mit den Marken, die Netflix hat. Die haben ja große Namen, also große Serien, mit denen man so viel machen könnte. Die wird da, ich sag mal vorsichtig, verpulvert. Dave must have, like, screwed up time? Kennt ihr nur das? Für Mobile. Manchmal sind Inhalte. Aber wer schaut denn, wer schaut denn auf dem Handy Netflix im Normalfall? Auf dem Tablet, okay. Halte bei Streaming-Anbietern verfügbar. Aber spielt man auf dem Tablet Games? Auch eher nicht. Aber oder? Dann wieder nicht. Häufig variiert das Angebot je nach Land, in dem man sich befindet. Jetzt kann ich leider nicht jedes Mal in die USA jetten, damit man Disney Plus geilere Shows hat. Dafür gibt es NordVPN. Gaming war noch in den 90ern verhältnismäßig klein. Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte ist die Industrie allerdings explodiert. Heute spielt die Gaming-Branche Milliarden ein und ist größer als die Film- und Musikindustrie zusammen. Klar, das große Milliarden ein und das ist größer so krank, als die Film- und Musik. Film 30 Milliarden, Musik auch 30 Milliarden, zusammen 60. Gaming einfach dreimal so groß. Dreimal so groß wie beide zusammen. Also quasi sechsmal so groß. Das ist so krank. Industrie zusammen. Klar, dass große Tech-Konzerne auch bei diesem Medium ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Häufig scheitern sie allerdings ziemlich kläglich. Ende 2019. Ich bin so froh. Wie hieß der Scheiß nochmal von Google Chat? Ich habe schon wieder den Namen vergessen, Digga. So irrelevant ist das geworden. Ich bin so... Ach, Stadia, genau. Ich bin so froh, dass das gefloppt ist, Digga. Ich habe nichts gegen Google, aber fucking... Gaming-Streaming, das ist, Bruder. Dann steigt Google mit Stadia in die Branche ein. Der Konzern will Gaming revolutionieren, kauft zahlreiche Studios und verbrennt Millionen für Marketingkampagnen. Our vision for Stadia is simple. One place for all the ways we play. Nur drei Jahre später wird Stadia... Also ich weiß nicht, Chat, ist es nur meine Meinung? Wenn die mir irgendwas von Gaming erzählen, dann stell mir... No front, er sieht halt aus, wie er aus... Dann stell mir da doch nicht so einen Glatzkopf auf die Bühne. Der macht mich schon hochgradig aggressiv, wenn ich ihn sehe. Und der schreit einfach nach Boomer. Einfach nach Boomer schreit der Typ. Dann stell einen freshen Gamer dahin, der auch weiß, wovon er redet. Aber nur meine Meinung. Nur drei Jahre später wird Stadia eingestellt. Stecker gezogen, Mimogen. Unser Video dazu ist gealtert wie Milch. Mit nur einem Klick kann man direkt in jedes Spiel eintauchen. Dann kauft ihr halt für so einen Scheiß... Für eine halbe Million den Streamer Tim the Tatman ein. Bruder, der Typ strahlt Gaming aus, Mann. Da würde ich alles kaufen. Wochen ohne es runterladen. Aber wenn mir so ein Glatzkopf erzählt, Google hat jetzt hier die Innovation im Gaming-Markt, Bruder, das kaufe ich hier nicht ab. Zu müssen. Man braucht keine Konsole oder guten PC mehr. Bruh. Amazon kauft bereits 2014 Twitch für 940 Millionen US-Dollar. Guter Move. Das war ganz schön teuer. In den folgenden Jahren sackt der Konzern dann allerdings zahlreiche Studios ein und investiert hunderte Millionen mit dem Ziel, eigene Games auf den Markt zu bringen. Das ist krass, ne, Chat? Wir haben so viele etablierte Gaming-Publisher und Google und Amazon, die rich as fuck sind, da floppt alles. Wie hieß nochmal der letzte Amazon-Titel? Ich weiß nur noch, dass Solution Placement dafür hatte, Digga. Und ich habe richtig gesehen, wie er gekämpft hat. Die zwei Stunden. Nein, nicht New World. Nicht wie New World, Chat. Dieses PvE-Shooter-Game. New World war nicht schlecht. Hieß das Lost Ark? Nein, Chat. Ich meine, dieses Shooter-Game. Das ist schon wieder ein Jahr her oder so. Das hieß doch nicht Lost Ark. Crucible? Eines dieser Spiele soll aus dem Herr-der-Ringe-Universum...
Außerdem Lost Ark kam doch auch nicht so schlecht an, oder? Stammen. Es wird nach nur 2 Jahren Entwicklung eingestampft. Herr der Ringe Universum stammen. Es wird nach nur 2 Jahren Entwicklung eingestampft. Voll schade, Mann. Im Harry Potter Universum und Herr der Ringe Universum würde ich viel mehr gerne haben. Crucible, ein Multiplayer-Spiel, ange. Ah, da ist es doch, Chat. Gelehnt an Fortnite, wird 6 Jahre lang entwickelt und kostet einen 2-stelligen Millionenbetrag. Also 10 Millionen aufwärts. 20 Millionen, 10 Millionen aufwärts. 2020 stellt Amazon auch dieses Game ein. Apple Arcade ist auch nicht. Hä, das ist schon wieder 3 Jahre her? 2020? Die Zeit vergeht? 2020 stellt Amazon auch dieses Game ein. Apple Arcade ist auch nicht gerade ein Hit. Aber der Konzern verdient eh so viel mit In-App-Kaufbeteiligungen, das passt schon. 30% von jeder Transaktion. Netflix will es. Übrigens auch ein Grundchat. Viele von euch wundern sich ja immer, warum ihr Prime-Sub nicht angezeigt wird in den Mobile-Apps. Samsung, in dem Falle Google-Marktplatz und auch Apple-Marktplatz, die wollen nicht, dass ihr mit Prime subbt, weil Prime ist ja mehr kostenfrei für euch. Die wollen, dass ihr einen Sub abschließt für die 4,50 Euro, weil da kriegt der Marktplatz satte 30% ab. Deshalb wird euer Prime teilweise in den Mobile-Apps nicht angezeigt. Bei manchen ja, bei manchen nein. Da müsst ihr immer über den Browser reingehen. Das ist auch eigentlich eine Frechheit, Digga. Cent von jeder Transaktion. Netflix will es anders machen. Der Streaming-Service kauft 3 kleinere Entwicklerstudios. Bossfight Entertainment, Next Games und Night School Studio. Und seit November 2021 bietet Netflix die Spiele dieser Entwickler innerhalb der Netflix-App auf dem Handy an. Die Spiele sind dabei Teil des normalen Netflix-Abos. Das ist nur meine Meinung. Ich verstehe, wie der Markt funktioniert, Chat. Und bitte fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, falls ihr das mal macht. Aber für mich als alteingesessener Gamer, der vom Gameboy damals kam, mit der ersten Xbox an die Konsole kam und bis heute an der Konsole geblieben ist, für mich ist dieses Mobile Gaming eine Seuche und eine Pest. Und dass da so viele Multimillionen mit irgendwelchen wacken Schmutz-Apps verdient werden, mit irgendwelchen wacken Ingame-Käufen, wo irgendwelchen NPCs, die am Handy kleben und da irgendwelche Schmutzgames daddeln, dass das überhaupt funktioniert, das entzieht sich mir der Realität. Beziehungsweise, ich weiß, dass der Markt so funktioniert. Und es gibt halt, jeder hat ein Smartphone. Jeder hat ein Smartphone, also ist quasi jeder potenziell ein Gamer, weil er so eine App zocken könnte. Verstehe ich schon, aber ey, Bruder, hol dir eine Konsole und zock geile Games. Statt irgend so ein Mobile-Schmutz. Und jetzt kommt mir nicht mit, ja, ich zock das nur, wenn ich mal beim Kacken bin. Bruder, dann kackst du halt nicht mehr eine Dreiviertelstunde, sondern dann kackst du halt nur 5 Minuten. Und die anderen 40 Minuten zockst du in ein richtig leckeres God of War oder so. Heider bin beim Bummel, Digga. Es gibt keine Zusatzkosten, keine nicht mehr. Werbung und jeder Abonnent hat freien Zugriff. Der Gedanke ist eigentlich ziemlich smart. Man baut keine komplexe Game-Streaming-Plattform oder versucht, ein neues Abo zu verkaufen. Netflix hat bereits über 230 Millionen User und man bietet ihnen einfach eine neue Entertainment-Möglichkeit. Doch trotzdem funktioniert das alles nicht so richtig. Die Spiele auf Netflix werden im Schnitt von 1,7 Millionen Usern täglich gespielt. Das klingt vielleicht erstmal nach vielen Leuten, entspricht aber weniger als 1% aller Abonnenten. Für diesen sehr schlechten Wert gibt es 3 Gründe. Erstens, Netflix Games hat ein Plattformproblem. Du kannst Netflix Games nur nutzen, wenn du ein Smartphone oder Tablet mit der Netflix-App hast. Doch nur etwa 10% aller User streamen Netflix über ihr Smartphone und nur 5% über ihr Tablet. Die meisten Menschen geben sich zeitlose Klassiker wie Too Hot to Handle logischerweise auf dem Fernseher. What language is that? Zeitlose Klassiker wie Hot to Handle. Ah ja. Harry from Australia and I literally have no idea where that is. Das heißt, Netflix Games ist für den Großteil der Abonnenten nicht nutzbar und vor allem auch nicht sichtbar. Das bringt uns zu zweitens. Noch nie gesehen, den Lachs. Netflix Games hat ein Marketingproblem. Die große Mehrheit der Netflix-Kunden weiß nicht, dass Netflix Spiele anbietet. Kurz nach der Veröffentlichung kannten 25% aller Amerikaner laut einer repräsentativen Umfrage Netflix Games. 10% sagten aus, sie hätten viel von Netflix-Plänen gehört, während 15% immerhin ein wenig davon mitbekommen hätten. Im Januar 2022 wurde die gleiche Umfrage nochmal durchgeführt. Dieses Mal kannten nur noch 17% der Leute Netflix-Games. Was ist da passiert? Haben die Leute den Service einfach wieder vergessen?
Leanne Lump gehört zur Führungsspitze des Gaming-Teams bei Netflix. Gegenüber dem Sender CNBC hat sie Folgendes gesagt. Wir experimentieren und lernen noch, was unsere User tatsächlich anspricht und was sie überhaupt spielen wollen. Deshalb halten wir die Dinge noch ruhig. Ich hab gerade auf den Tisch gehauen und die Hand gebrochen. Ja, Bruder. Erstmal im Twitch-Chat schreiben. 5 Minuten, Abfahrt. Wenn man das böse übersetzen will, wir rühren die Werbetrommel nicht, weil unsere Spiele noch nicht gut sind. Und das bringt uns zum eigentlichen Kern des Ganzen. Drittens. Netflix Games hat ein Games-Problem. Auf Netflix gibt es inzwischen über 40 Spiele. Auf den ersten Blick sind da auch echt ein paar gute dabei. Beispielsweise Into the Breach, ein Strategiespiel, das an eine Art Sci-Fi-Schach erinnert. Das Spiel wurde von dem Studio entwickelt, das 2012 auch das legendäre Faster Than Light rausgebracht hat. Wer weitergräbt, findet noch Oxenfree. Das Game ist ein übernatürlicher Thriller mit einem intelligenten Dialogsystem. Hier kannst du mit deinen Entscheidungen die Story beeinflussen. Abgesehen von diesen Ausnahmen ist der Katalog dann aber doch relativ ernüchternd. Die Spiele sind häufig eher kleine Zeitvertreiber. Viele Themen werden sehr banal abgehandelt und es ist am Ende immer eine Art Candy Crush, nur mit einem neuen Namen drauf. Das ist Alex. Manche kennen mich als Alexi Bex im Internet. Meine Mutter sagte mal Alexander zu mir. Er ist ein absolutes YouTube-Urgestein, macht diverse Inhalte, viel zu Technik und Spielen zum Beispiel und hat sich bereits vor einiger Zeit mit Netflix-Games beschäftigt. Ich muss auch sagen, wenn mich irgendein Review interessiert zu irgendeinem neuen Handy oder so, schaue ich immer sehr gerne bei Alexi Bex rein, weil er das mit einem gewissen Humor verpackt. Ihr wisst ja, glaubt, wenn ihr ihn kennt, wovon ich rede. Und trotzdem bringt er immer gut die Fakten noch rüber und so, ne? Kann man sich sehr gut anschauen. Das Hauptproblem war, glaube ich, meiner Meinung nach damals, dass viele Spiele einfach schon draußen waren, in den regulären App-Stores, teilweise auch kostenlos. Und Netflix hat sie einfach nochmal neu verpackt und bei denen reingesteckt und in so eine Art Age davor gepackt, dass man unbedingt Mitglied sein muss, um diese Spiele dann noch spielen zu können. What a night, huh? Und Alex ist nicht allein mit seiner Kritik an dem Konzept. I think Netflix has an idea without a plan. Das ist Michael Pachter. Er ist Managing Director bei der Investmentfirma Wedbush Securities und fokussiert sich dabei vor allem auf Games und Streaming-Anbieter. If Netflix is serious about being in the business, they're going to have to buy some content. They're going to have to buy Activision and make Call of Duty exclusive to Netflix subscribers and then sell a lot of subscriptions. It's unlikely that Netflix will make. Ja, einfach mal Activision kaufen. Huch, das wird teuer. Ich glaube, auch wenn Netflix extrem geboomt ist und groß ist, Chat, aber ist Netflix reicher als Activision? Googelt mal bitte für mich, weil Activision und Blizzard gehören ja auch schon seit einigen Jahren zusammen. Ich glaube, Activision kauft eher Netflix, oder? Nicht andersrum. Make that type of acquisition. But it's hard. They're offering you something that you don't really care about. Netflix macht auf gewisse Art und Weise trotz aller Anstrengungen einen typischen Fehler. Large tech companies, they focus on distribution over content creation. Das ist Joost van Dreunen, Dozent für Business und Videogames an der NYU. Er ist außerdem der Autor von One Up, Creativity, Competition and the Global Business of Video Games. They're not really in the business of making content themselves. And so they will always emphasize distribution over content creation, purely because that's their business. Ein bisschen so wie Netflix vor 10 Jahren. Damals hat der Streaming-Anbieter selbst kaum Content produziert und vor allem Inhalte von Drittanbietern lizenziert. Dinge wie Breaking Bad oder How I Met Your Mother zum Beispiel. Dieser Fokus auf Plattformen, auf Abo-Modelle und Vertriebswege lenkt davon ab, wie man die Gaming-Branche wirklich dominiert. Mit Spielen. Oft wirkt es so, als hätte im Silicon Valley nur Microsoft das seit jeher verstanden. Der Konzern hat zwar auch die Plattform, aber kauft trotzdem ein Franchise nach dem anderen. So viele, dass einige von einem sich anbahnenden Monopol sprechen. Van Dreunen. Und auch wenn ich ihn nicht benutze, ne, ich weiß das einfach von meiner sehr aktiven Community, dass der Xbox Game Pass sehr gut ist. Sowohl halt für den PC als auch für die Xbox-Konsole. Auch die Reviews-Videos von den ein oder anderen Spielemagazinen und so bestätigen das, dass die Kunden da sehr zufrieden sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Sind sehr zufrieden. Einen denkt übrigens gar nicht, dass Netflix Games so ein Flop ist. So the initial batch of mobile games, I thought was. Ja, Microsoft hat kaum gute Exclusives, SpongeBob, völlig richtig. Da ist eher Sony der Vorreiter. Dafür hat Microsoft einen sehr guten Game Pass. Very, very well executed. Their mobile games are pretty. They're intuitive, they have their own little style. It's hard to find fault in what they've presented so far. Das kann man so interpretieren. Andere sehen die Spiele deutlich
kritischer. Wie kann man nur als so großer Name, der eigentlich für Qualität steht, nun so eine Scheiße rausbringen? Momentan abonniert wahrscheinlich so gut wie niemand Netflix, um die Games der Plattform spielen zu können. Und so gut wie keiner der Abonnenten spielt sie. Netflix can succeed if they develop a hit. Ich glaube, die allererste Serie bei Netflix war, glaube ich, Marco Polo. Damit sind die, glaube ich, bei uns an den Start gegangen. Und wenn ich so drüber nachdenke, geiles Open World, geiles Thema. Stell dir mal vor, Netflix Exclusive, das Spiel zu Marco Polo, was da alles für Möglichkeiten werden, zu entdecken, was man für eine Grafik dann reinballern könnte mit Unreal Engine 5, die Landschaften, wie das aussehen könnte. Games könnten die Plattform im Streaming-Krieg attraktiver machen. Aber bis dahin ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ich glaube, so wie sie es bisher behandelt haben, nicht daran, dass Netflix daraus noch ein großes Ding drehen wird. Und mal ganz ehrlich, ist für Netflix die beste Chance, die Nummer 1 zu bleiben, nicht eh einfach guter Content? Dafür haben zumindest die ersten 231 Millionen Menschen... Ich würde auch sagen, Chat, brauchen wir Netflix Gaming? Hat da irgendjemand von euch nachgefragt? Also ich kenne niemanden. Warum tun sie sich nicht weiter darauf fokussieren, was sie schon jetzt viele Jahre gut gemacht haben? Klar, die haben abgebaut, aber vielleicht müssen sie da wieder anziehen, ne? Weiterhin geile Serien, auch geile Eigenproduktionen und nicht den Markt überschwemmen mit der tausendste Too Hot to Handle Schmutzserie. Geile Exclusives. Menschen den Service irgendwann mal abonniert. Cheers. Sehr gutes Video. Hast du Bock, irgendwie noch zu sagen, hey, komm, folgt mir auf Alexi Bexi oder sowas, dann... auf sowas bin ich immer nicht so hot. Ja, gut, ich habe es mir schon gedacht, aber ich dachte, ich biete es jetzt lieber einmal an. Hey, besucht meinen Kanal, lasst ein Abo da. Okay, das kommt jetzt wahrscheinlich in die Endkarte. Ich meine, das Geld hätte Netflix. Ich weiß nicht, wie das läuft, Chat, ob Netflix sagen könnte, jetzt nur als Beispiel, ob Netflix sagen könnte zu CG Projekt Red, ne, ich habe jetzt einfach mal irgendein Entwicklerstudio genommen, was kann, entwickelt uns mal so und so das Game. Oder machen die das dann doch lieber selber? Weil die dann selber das Game, da die Rechte dran haben. Die wollen ja nicht ihre Mitarbeiter, glaube ich, an anderen Games arbeiten lassen, wo dann ihnen nicht gehört und so, ne? Letztes Quartal hatte Netflix 55 Millionen und Activision 401 Millionen. Aber ich glaube, Sneeds, die Leute hatten geschrieben, dass Netflix auf dem Papier mehr wert ist. Ich glaube, wegen den unglaublich großen, dauerhaften, zahlenden Abonnenten.